Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute. Eine weitere Folge Papa kocht hat nichts. Die Chefin und ich, wir sind in Frankfurt unterwegs. Gut. Wir machen es kurz und knapp. Heute ist das Thema Pizza. Ihr habt es ja schon gelesen. Wir zeigen euch heute unsere drei Lieblings-Pizza-Spots in Frankfurt. Mhm. Relativ einfach. Wir starten hier mit der Pizzeria Montana. Habe ich in einem anderen Video schon mal behandelt. Aber der hat mich wirklich, also wirklich oft angerufen, geschrieben, ja, gemacht, getan. Wir haben 5 neue Pizzen, kommen vorbei. Genau. Der soll die jetzt alle 5 machen. Ich zeige euch, was hier abgeht. Auf geht's. Yummy! Lieber Freund. Ja, mit Truffel übertreiben wir. Ja, ich merk's gerade. So. Geil, Alter. Danke dir. Ah, jetzt muss hier mal wieder drauf. Wow, Leute. Jetzt guckt euch das mal an. Boah, Chefin, was geht hier? Ey, ich weiß, gibt's Herzchen nur wegen dir oder weil morgen Valentinstag ist? Nur wegen mir. Natürlich. Das ist ja klar. Ey, guckt euch das an, das sind die Pizzen des Monats. Wir werden natürlich auch drauf eingehen, wie geil das ist und was da oben drauf ist und so. Das ist ja auf jeden Fall die eine Sache, ne? Aber was ich euch zeigen ist, warum ich gerne hierher komme. Guckt euch das doch mal bitte an. Das ist doch die Ausgeburt der neapolitanischen Pizza. Also genau so muss es sein. Fluffig. Leopard-Check ist da. Sieht einfach geil aus, riecht geil und vor allem, ey, die frischen Zutaten da oben drauf. Das lässt mich auf jeden Fall. Schöne Kombination. Voll geil. Ja? So ein Bressaola oben drauf und so. Hier eine Capricciosa-Pizza, ganz klassischer Belag eigentlich auch. Und guck mal bitte, was hier an Trüffel drauf liegt. Steinpilze, dies, das. Hier oben drauf frische Burrata. Und das ist ja eigentlich so eine Bianca. Ja. Mag ich gerne. Weil ich liebe Mortadella, Pistazie und dazu dann diese Burrata hier. Also die sieht auch schon. Guck mal hier. Guck mal hier. Ah. Sehr gut aus. Boah, Digga, läuft das da raus. Ne? Ja? Also ganz ehrlich. Also ich bin bereit. Das ist so, du holst dir immer so ein Stückchen da raus. Ey, ich muss hier mit der Bianca anfangen heute. Ja. Ja? Die spricht mich auch. Und komm, boah. So geil knusprig trotzdem. Obwohl du diesen geilen, knatschigen, kannst auch einfach so, fluffigen Teig hast. Im Rand. Das ist halt lange Teigführung, das zahlt sich halt aus. Ne? Das, die machen das echt gut. Und ich weiß, jetzt werde ich wieder angeschrien, warum ich nicht mit der Hand esse. Die Leute können, das triggert manche Menschen. Haben wir beim letzten Video gemerkt, dass wenn man Pizza nicht mit der Hand isst. Ja? So, Mortadella. Direkt perfekt beibasteln. Komm her. Jetzt, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen, du. Helf mir. Warte. Danke. So. Geh direkt los. Boah, mit der Pistazie, du merkst halt sofort die hochwertigen Zutaten so, ne? Was machst du? Du isst so, ja? Verstehe. Ich jetzt so. Ja, dann machen wir. Und dann wollte ja, du bist ein Handesser, gell? Auf jeden Fall. Dann bedienen wir heute alle. Ich liebe neapolitanisch. Ist dein Favorite, gell? Mhm. Ja, ja. Aber wir werden heute nochmal. Also guck mal, ich sag dir warum. Im Moment sind das hier meine Lieblings-Pizza-Spots, die ich heute zeige. Und die sind alle auf ihre spezielle Art und Weise neapolitanische Pizza. Einer ist dabei, den man schon kennt, hat man bei mir auf dem Kanal schon gesehen. Der kommt als nächstes gleich. Aber einen, den haben wir noch nicht behandelt hier, ist eigentlich, sag ich mal, in Frankfurt kein großer Geheimtipp mehr. Aber nach dem Video wirst du sehen, die Leute werden es richtig hart feiern. Sehr lecker. Schreib mal unten rein, Pistazie, Mortadella, ob ihr das geil findet. Ey, geil, Alter. Pilze. Schampig sehe ich. Das sieht auch Steinpilz. Boah, riecht das geil, Alter. Guck dir das mal an. Auch diese verschwenderisch vielen Trüffel hier oben drauf. Boah, ich gehe direkt hier unten dran. Ich bin echt gespannt. Ein bisschen auseinander. Boah, das ist so gut. Krass.
Das ist wirklich krass. Was ist denn da los? Ich mag auf dich. Guck dir das an. Ist auch ein Perfect Bite auf jeden Fall. Jetzt bin ich gespannt. Ui, Baby. Wie kann man dabei noch so gut aussehen einfach, ne? Caro, wir müssen, wenn wir hier schon so schön Pizza essen gerade, ja, müssen die Leute auch mal fragen, ob die überhaupt Bock drauf haben, dich immer wieder in diesen Videos zu sehen. Ja. Was hast du für einen Eindruck? Meinst du, es kommt gut an? Schreib's mir unten rein. Ich hoffe doch. Und bitte schreib nichts Böses rein. Bitte nichts Böses. Bitte nicht. Boah, das ist geil, Alter. Mhm. Sehr lecker. Hammerhart. Boah, guck mal hier. Bressaula, Käse, Parmesan obendrauf. Rucola-Salat. Oh. Schmeckt auch geil. Der ist mariniert. Olivenöl drauf. Das bin man. Wie sieht's aus? Lecker. Ja? Sehr frisch. Korale. Also, Fischtomaten. Geil, Tomatensauce. Reichlich Parmesan auf jeden Fall. Teig sehr lecker. Es schmeckt gar nicht so hefig, ne? Das ist geil. Nee. Durch die lange Teigführung, weißt du, durch die Fermentation entwickelt der einfach einen geilen Geschmack und der schmeckt null hefig. Ne? Das ist ganz, mit ganz wenig Hefe gearbeitet, aber trotzdem so ein krasses Ergebnis. Das ist ja die große Kunst. Immer eine sichere Bank. Pizzeria Montana, Bahnhofsviertel. Hat auch draußen ein paar Sitzplätze jetzt, wenn das Wetter wieder ein bisschen aufgeht. Echt, echt immer geil. Magst du nicht mal ein Stückchen Trüffel probieren, Frau? Kam gerade schon wieder so ein Schwung. So schlimm, oder? Wir werden heute keine Freunde mehr. Einfach mal dran überfressen, ne? Ja. Grüße gehen raus an Lorenz Hoya. Du bist schuld. Ja, du bist schuld. Ja. So eine klassische Capricciosa, ne? Fühl ich sehr. Artischocken, Pilze, Salami, Schinke. Mhm. Basilikumblätter obendrauf. Voll geil. Fühl ich sehr. Ich mag auch den Shape so mit dem Herzchen. Gefällt mir. Ja, finde ich schon. Haben Sie schön. Aber weißt du, was ich jetzt hier mache? Du kriegst jetzt hier drüben was zum Probieren. Da musst du selber arbeiten. Aber was ich mir hier gern drauf mache, die haben diese geilen eingelegten Chilis bzw. Jalapenos. Guck dir das mal an. Geile Teile, Alter. Dann fange ich hier an. Boah, so eine Capricciosa, die kann auch richtig schön Druck haben. Die liegen hier in so einem Chiliöl. Ey, es gibt hier auch eine geile Pizza mit Salami. Da passt es auch ganz hervorragend dazu. Boah. Ey, macht euch keine Sorgen, ne? Es bleibt nichts übrig. Tim und Abin, seid ihr schon motiviert? Ja? Tim? Aber sowas von, das, ja? Aber sowas von Motivation ist da. Boah, geil mit der Chili drauf. Guck mal rein. Perfect Bite. Auch sehr lecker. Ist das geil. Ja, jawohl. Geil, oder? Mhm. Uiuiui. Ab mir, das ist auf jeden Fall was für dich. Der freut sich schon richtig hinter der Kamera. Die Chili. Ja, ja, die hat auf jeden Fall richtig Druck. Aber noch schlimmer ist das andere Zeug. Da haben wir noch ein anderes da. Das ist auf jeden Fall krass. Ich mag ja auch so. Ja, wenn es so klassisch ist, ne? Ich meine, das ist ein Klassiker, oder? Voll, voll, voll. Das hier ist auf jeden Fall auch, also der Shit. Ja. Schlechthin. Mortadella, Burrata obendrauf, Pistazie. Aber hier ist so, das ist so. Ja, das, da so, kommen die Vibes aber. Genau, wenn du diese Pizza, so einen Pizza-Bock hast, weißt du, so, die stelle ich mir so, also Hangover-Food kann das sein, es kann vor dem Feiern kann das was sein, weil du hier ordentlich auch eine Grundlage hast. Ist geil. Sehr lecker. Mm. Das ist auf jeden Fall wieder ein richtig dickes Stück. Mhm. Und die Pizza auch. Ja. Guck mal, wir sind herzlich empfangen worden hier. Ja. Ich sage euch, hier gibt es keinen Kamerabonus oder ähnliches. Die Pizzen sehen immer so geil aus. Aber wenn ihr herkommt, bestellt auf jeden Fall schöne Grüße von mir. Mhm. Unbedingt. Die freuen sich. Ey, das war krass. Besser kannst du so einen Pizza-Guide nicht starten. Caro, ja. Final Perfect Bite. Ja, auf warte. Schlag mal ein. Mhm. Mm. Steffen fühlt's, merkt ihr das? Und Jeff, ich tanze. Also gut, komm, wer ist noch ein bisschen? Leute, kommt auf jeden Fall hierher, Pizzeria Montana, Bahnhofsviertel. Wir verlinken natürlich alles unten drin, Adresse ist da. Und sagt schöne Grüße, wenn ihr hier seid. Wir futtern und dann gehen wir zum nächsten Spot. Ja. Der Effekt war gar nicht so geil, wie ich gedacht habe. Junge, der war geil. Weiter, Pizza, Frau. Yay. Papa Napoli. Ja. Kennen wir, weil wir machen ja Catering bei Löwen Frankfurt.
Da sind die auch immer. Ja. Sehr geiles Zeug, da habe ich es kennengelernt. Wir haben in unserem letzten Video, da sind wir ja, Tim, hi. In unserem letzten Video, Maizal, waren wir auch Papa Napoli, geil. Aber gehört in meinen Pizza Food Guide rein, weil gehört zu meinen drei Lieblingspizzen in Frankfurt. Frau, du check eine, ich auf. Eine, mehr nicht, okay? Okay. Auf geht's. Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bro on the ride, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me. Lately, life has been gorgeous. Wake up the clear, my eyes hit record. Praise up to God, I ain't chasing no bitch. Swinging the miss, got me hitting these licks. I get the orders, don't get it distorted. Disconnected, I've been coreless, I've been cordial, I've been exploring. I got a whole lot, but somehow I want more of it. Yeah, I want to tour and put on for the soil. Hey, bruh, remember they used to ignore us? Now they drop me the pin with the cord and they catch me running through their ordinance. Remember we couldn't afford the whip. Pushing the scraper, that shit was so ageless. We blowing on grapes for the flavors. All of a sudden we major, still independent. Wow, da ist die Chefin. Du Thunfisch. Ja. Warum? Klassiker. Ist für so, mich. Gell? Magst du gern. Für mich. Und siehst du schon optisch einen reinen Unterschied zu eben zu Montana? Ja. Die sieht schon ein bisschen anders aus, gell? Es ist eine neapolitanische Pizza trotzdem. Hier bekommst du sie geschnitten. Und auch hier verneigt sie sich. Schau hin, Achtung. Guck mal, ich sage euch was. Ich habe das in meinem letzten Video schon mal erzählt, warum ich die so gerne mag. Das ist die Il Capo. Die hat eine Mischung aus zwei verschiedenen Sorten Salami, die richtig geil knusprig oben drauf werden. Das ist eine scharf und eine so eine, so eine gute leckrige, was ist so eine leckrige? Und so eine gute leckere, so eine Salami, die jeder mag, ja? Aber die hat so Spitzen und Ecken. Und dann kommt obendrauf hier diese karamellisierten Zwiebeln. Das sind karamellisierte rote Zwiebeln. Das ist auf jeden Fall der absolute Shit. Die bringen so diese Süße mit, die du brauchst, um diese scharfe Salami auch zu verkraften so ein bisschen. Ne? Und dann mache ich mir immer so ein bisschen was von dem Pepperoni Lombardi obendrauf. Ja. Ganz einfach, weil ich diesen, ich mag diesen Knack da drauf, weil sowas liebt die Dinger ja sowieso. Ja? Und bei dir, wie sieht's da aus, Baby? Ganz klassisch? Wirklich klassisch. Thunfisch aus der Büx? Es ist nicht so, aufregend jetzt, aber... Ja. Das ist wie eben die, das ist halt so, den bringen die Vibes. Da siehst du halt auch, ne, den geilen Pizzateig. Hier bei mir ist es immer so, oder was mir bei denen auffällt, ich habe das in einem anderen Video auch schon mehrfach erwähnt, aber es ist einfach krass, es gehört für mich dazu. Das Ding ist, allein wenn du hier reinkommst und riechst und wie diese Pizza schmeckt, du merkst sofort, dass du bei Papa Napoli bist. Das ist ein absoluter USP, so ein Alleinstellungsmerkmal. Wenn ich sage, hier stehen 10 Pizzen, ich esse ein Slice davon, ich merke sofort, dass die von hier ist. Ja, das ist echt krass. Ich mag spannend, was du sagst. Ja. Ja? Dafür haben sie wahrscheinlich schon zu wenig gegessen. Ja, wie gesagt, die Jungs haben mich auf jeden Fall überzeugt. Und die expandieren auch gerade hart. Ne? Ich glaube, die haben 7 Läden hier jetzt oder so. Mhm. Wow. Perfect Bite direkt am Anfang. Boah. Ich liebe auch den Teig hier. Du weißt, ich bin manchmal so ein Randwegschneider bei der Pizza. Mhm. Hier ist es irgendwie anders. Der ist so... Aber der ist auch so schön. Null Hefe, null. Weißt du? Mhm. Aber soft, knusprig. Wo du dir auch sicher sein kannst, die nehmen auf jeden Fall den krassesten Scheiß, den du dir kaufen kannst. Caputo Mehl. Auch, du musst mal gucken, die Tomatensauce und so, die verwenden. Hast du gesehen, in der Tomatensauce, wenn die drauf machen, da sind schon Kräuter mit drin, da ist Basilikum mit drauf. Das macht. Andere machen das nicht. Ja, schmeckt man. Man kann das schmecken. Ja? Das ist nicht irgendwie. Ja, weiß ich nicht. Das ist nicht irgendwie so Effekthascherei oder so, das ist ganz egal. Nee, es ist einfach dieser Schritt, den sie extra gehen, damit es nochmal ein bisschen geiler wird. Und vor allem, alles Italiener, ja? Das ist halt auch immer so eine Sache. Die fühlen es auch irgendwie nochmal anders. Das stimmt. Ja? Das ist halt heilig. Naja, guck mal diesen Teig an. Da siehst du schon, was hier los ist. Und er hat hier draußen so diese kleinen, knusprigen... Nennen wir es mal Pickelchen. Klar, der hat dieses Leopard-Check, ne? Kennt man ja. Diese angebrannten Bits und Luftbläschen. Aber weißt du, was ich meine? Er hat hier diese Dings draußen. Das kriegst du normalerweise nur, wenn du was backst und es beschwadest, also mit Feuchtigkeit. Mhm. Ist ja hier nicht der Fall. Ja. Aber trotzdem kriegen sie es irgendwie hin. Das ist ein sehr, sehr geiles Teigrezept. Zwei verschiedene Sorten Salami wieder. Karamellisierte rote Zwiebeln. Und diese unverwechselbare habe ich noch nie gegessen, so irgendwo anders. Dieser unverwechselbare Papa Napoli-Geschmack. Ich habe keine Ahnung, wie sie es machen, aber sie machen es geil. Aber es hängt mit der Soße zusammen, oder? Mhm. Es ist die Mischung der Zutaten, meiner Meinung nach. Also die Soße, ja. Die ist auch krass. Aber diese Salami, die sie dafür verwenden. Mhm. Guck mal, das ist so... Oh, das macht einfach so Bock. Weißt du, wenn du so Bock auf eine Pizza hast, das hat halt nichts mit dem Zeug zu tun, was du so im Lieferdienst...
hier bei uns draußen auf dem Kaff kriegst, ne? Das stimmt. Mm. Tropfen Chiliöl, guck mal hier. Wenn das jetzt nicht der Perfect Bite wird hier, dann weiß ich es auch nicht. Boah, Junge. Und die ist in der Mitte auch nicht ganz, die ist zwar auch schon dünn, aber nicht so dünn. Nee. Ja? Ja, irgendwie ist das auch so ein, also gefühlt ein kleiner Mix aus nicht neapolitanisch und neapolitanisch. Das dürfen die zwar nicht hören, aber ja, du hast recht. Ja. Du hast auf jeden Fall recht. Ja? Du magst den nicht probieren wahrscheinlich, gell? Ich probiere mal ein Stück bei dir. Ich bin kein warmer Salami-Typ. Du bist kein Trüffeltyp, kein warmer Salami-Typ. Ich dachte eigentlich, ich bin unkompliziert. Schreibt mal in die Kommentare, ob eure Frauen auch so schwierig sind wie meine. Ich bin schwierig. Das war es aber auch schon. Trüffel, Austern, warme Salami. Fertig. Schon doch auch gut. Das ist doch kein Schrott-Thunfisch. Ja. Da gibt es auch nochmal Unterschiede, ne? Beim Dosen-Thunfisch. Also Leute, ich sage euch was. Das ist auf jeden Fall ein geisteskrankes Ding. Papa Napoli, immer eine Bank. Findet ihr in ganz Frankfurt mittlerweile. Holt euch hier so eine Capo, macht euch ein paar Lombardis oben drauf. Das ist neapolitanische Pizza im Papa Napoli-Style mit Bernd-Belag. Ist auf jeden Fall ein dickes Ding. Guckt ihr es noch einmal an hier. Mm. Ein dickes Ding haben wir noch. Mm. Und noch eine Pizza. Ich bin mir sicher, manche von euch kennen die schon. Ich habe es noch nie gezeigt. Fahren wir jetzt hin, aber erst aufessen. Erst aufessen. Auf geht's. Öder Weg. Pizza Bros. Du warst schon mal hier. Ja. Und du nicht? Ich war. Aber wir waren nie zusammen hier. Nee, wir waren noch nie zusammen hier. Ich sag euch was, die Jungs haben es auf jeden Fall auch richtig drauf. Nette lange Schnacke, Pizza in Nacke. Auf geht's. Ja, was denn hier? Wo geht's überhaupt rein? Ja. Hä? Stellt an. Bitte alle links warten, die Bros kommen zu euch. Ja, dann lasst die Bros kommen. Okay, lass mal die Bros kommen. Hey, bist du eine Bro oder was? Könnt ihr reinkommen? Ja, super, geil, danke dir. Hi, grüß dich. I'm trying to get where I'm going, but haters be trolling, that's where they fucked up. Thinking you got me right where you want me, I tell a ghost just ducked up. Sending them shots, we send them back, y'all niggas ain't really bout that. Real niggas always bounce back, need more hands just to count that. Stay on my bully, I need me more breeze, just so we can get the team right. Loaded up fully, dogs on a leash, and you be knowing that's a scary sight. That shit don't happen overnight, work smarter with some sacrifice. Sugar spice and everything nice, mix it up, now you gotta swipe. We bridging the gap, they want us to rap, so fuck are we back? Ay, yeah. Drew need a plaque, we turn to the max and we never lack. Yeah. Been in my bag, the shit is a drag, I'm feeling jet lagged. Yeah. Came back for vacay and I ain't unpacked, cause I'm going back. Facts, ooh, double the racks, TD the bank, your CD is blank, the Cuban is linked. Smoking that bank, pour up a drink, fill up the tank. What do you think? I ain't the one, but I'm the one. Who does I hook? He going dumb, you hit him drums, came from the slums. Leute, guckt euch das an. Ey, da stehen sie schon, zwei Stück. Frau, du hast ja eine weiße Pizza rausgelassen. Jawohl. Mit Rucola getrockneten Tomaten. Mozzarella oben drauf, beziehungsweise Burrata. Burrata und Balsamico-Creme. Geil, ist eine Mädchenpizza. Wäre jetzt nicht meine erste Wahl. Ja, aber ich wollte jetzt noch was anderes haben. Ja, zu dem, was wir jetzt schon hatten. Deswegen. Wollen wir mal kurz drüber reden, wie brutal hübsch die ist. Ich sag mal so, von der Gleichmäßigkeit, ne, wenn wir jetzt mal so schauen, Leopard-Check, die Stars, diesen neapolitanischen Vibes, dann ist die hier auf jeden Fall die authentischste. So, weißt du, was ich meine? Ja. Ja, also auch, aber ist ganz anders. Ne? Guck mal, jetzt haben wir schon zwei Spots hinter uns und trotzdem ganz andere Geschichte. Ne? Keine 90 Sekunden im Ofen. Nee, das ging sauschnell. Hammerhart, ne? Ich habe Tomate Mozzarella, klar. Salsiccia, so ein bisschen pikantes Salsiccia drauf und einen scharfen Honig. Ah ja, scharfen Honig. Ja, Mann, total geil, weil dann hast du natürlich durch diese würzige Salami, die du hast, ja, die Salsiccia und diesen scharfen Honig, das gibt einfach, boah, sag ich dir jetzt schon. Aber ich bin echt mal gespannt. Auch hier kommt sie geschnitten daher und ich habe ihm ja eben zugeguckt, als er die gemacht hat. Ne? Er hat einfach so auch, hast du gesehen, wie vorsichtig er mit dem Teig umgegangen ist? Ja. Wie liebevoll er das gemacht hat. So, und das auch schon im Ofen dann nochmal genommen, dann so gedreht, quasi dann hochgehalten. Geil, geil, geil. Also, steckt geil. Schon auch sehr viel Liebe in so einer Pizza, gell? Teig, top. Guck mal hier, verneigt sich natürlich, ne? Klarer Fall. So muss sein, aber ihr wisst, bei mir immer Messer, Gabel, Perfect Bites Basti. Wow, die ist wirklich krass. Guck mal, ich habe dir so ein Perfect Bite zurecht gemacht. So, jetzt hat. Mhm. Aber nicht schmeckern, ne? Ist schon ein bisschen, also die Art Druck. Aber es schmeckt so brutal geil.
Merkst du, wie süß die ist direkt am Anfang? Und dann, warte mal. Aber der Honig ist geil. Der killt dann wieder, ja? Das ist gut. Rein optisch gesehen, 10 von 10, kann man gar nicht anders sagen. Auf jeden Fall. Riesig, auch von der Größe. Ja. Seht ihr eigentlich, wie schön hell hier drin ist? Ich habe unser Verlobungslicht dabei. Ja. Ausgeleuchtet. Also wenn ihr mich jetzt fragen würdet, welches war die beste heute, kann ich nicht sagen. Ich fand sie alle geil. Ich fand sie auch alle gut. Wenn ich mich jetzt festlegen müsste, finde ich die sogar mit dabei, weil die ein bisschen außergewöhnlich ist. Ich fand die mit dieser Pistazie und dem Schinken auch und geil. Burrata fand ich auch sehr gut. Ich sag dir, klar. Weil es halt mein anderer Geschmack ist, gell, schon gut. Ey, da kommen so Chili-Spitzen durch. Ich sag das doch. Macht das Bock, Alter. Ey, ganz ehrlich, die Jungs brauchst du nicht hier, ne? Also ich nicht. Boah. Leute, wir werden natürlich nicht sagen, wer hier die beste Pizza hat heute. Nee. Kann man nämlich nicht sagen, weil alle individuell sehr geil sind. Genau. Aber ihr entscheidet einfach selber jetzt, wo es euch am besten gefallen hat. Oder ihr besucht einfach alle drei Spots. Ich wollte gerade sagen, wo ihr als nächstes hingeht. Verdient haben die es auf jeden Fall. Das war meine aktuelle. Wasser? Boah. Nein, aber ich würde sagen, individuell zu entscheiden, klar. Ne? Kann jeder das muss für sich jeder. Ich denke, wir haben schöne Pizzen gezeigt. Ich werde bei dir auch immer ein Stückchen probieren. Ja. Aber ich sage euch was, Leute, es gibt hier keinen Gewinner oder sowas. Ne? Also, weil die sind alle individuell geile Pizzen. Und waren alle sehr zu empfehlen. Besucht einfach alle. Und ich kann auch sagen, das hier war meine Frankfurt Pizza Hotspot Tour. Ich bin mal ganz gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt. Wart ihr schon mal da? Wenn nicht, gebt den Jungs auf jeden Fall alle mal eine Chance. Ich sage euch, reservierten Tisch, die sind jetzt schon voll. Ja? Also nach dem Video wird es noch ein bisschen schlimmer werden, da bin ich mir relativ sicher. Kevin, hast du noch Bock, den Leuten irgendwie einen guten Hinweis zu geben? Kanal abonnieren. Ist hier. Dann da. Kanal abonnieren. Daumen nach oben machen. Den? Netten Kommentar schreiben. Und ein Küsschen geben. Und keine bösen Worte, dass ich nicht mehr dabei sein soll. Ach so, ja. Schreibt mal rein, dass die Chefin, ob sie noch dabei sein soll. Ey Leute, viel Spaß, wenn ihr in Frankfurt Pizza essen geht. Das waren meine Pizza-Hotspots. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Und Gruß an den Kuss und an die Kanalmitglieder, muss man auch noch sagen. Gell? Ja. Und ja, wir sehen uns. An alle da draußen. Wir sehen uns. Haut rein. Bis bald.